Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Um was es geht? Um Stellplätze rund um Hamburg, wo wir gerne mal stehen und mal nicht so gerne stehen. Am Fähranleger Lühe. Wenn Stefan mal kurz den Kamera nach links schwenkt. In der Art, wie sie dort stehen, ne? Also hier. Weil da hast du es eindeutig schöner. Wir sind hier am Stellplatz, jetzt muss ich gucken, am Fähranleger Lühe. Wenn Stefan mal kurz die Kamera nach links schwenkt, dann werdet ihr sehen, dass da erstmal Bäume sind, wo man denkt, ja super, was ist das Besondere? Tja, da kommt die Elbe und das ist schon sehr was Besonderes hier, wenn man das mal anschaut. Dann kommen wir wieder zurück. Dieser Platz hier hat sage und schreibe, ich gucke, Platz für 10 Wohnmobile. Laut der Stellplatz-App, jetzt muss ich gerade überlegen, wie das Ding genau heißt. Ich blende es euch gerade mal ein, weil mir kommt gerade der Name nicht. Ach, Stellplatzradar, doch, ich brauche ein bisschen länger. Soll hier Frischwasser geben, Entsorgung, also Fähr- und Entsorgung, da müsst ihr euch von vornherein sagen, das stimmt nicht. Hier gibt es weder Fähr- noch Entsorgung, das haben die hier alles nicht. Das soll hier irgendwo 4 Kilometer weiter entfernt sein, wir wissen es gar nicht, wir haben es noch nicht gesehen. Was natürlich schön ist, ihr habt Platz. Und wenn ihr Fritten mögt, es gibt auch wunderbar Fritten, da müsste Stefan nochmal nach links zeigen. Da hinten sind nämlich solche, ich guck mal gerade. Da hinten diese ganzen Buden, das sind Frittenbuden, da gibt es Fischbrötchen, da gibt es, ach was nicht das alles da so gibt. Auf jeden Fall, Essen hat man hier, also man müsste selber nicht kochen. Und ja, kostet 10 Euro die Nacht, finden wir ein bisschen sehr happig, weil du hast zwar den Ausblick, aber wie gesagt, kein Strom, keine Sanitäranlagen, keine Duschen, kein gar nichts. Du kannst hier einfach nur stehen. Und jetzt kommt es richtig derbe. Im Sommer, obwohl nicht nur im Sommer, oder? Ne? Ja, im Winter auch. Eigentlich auch im Winter hast du gerade am Wochenende auf dem Parkplatz, der dahinter ist, Jugendliche, die laute Musik machen. Also die haben hier anscheinend hier oben in der, im Norden nichts, leider. Also das ist dann schon stark grenzwertig. Aber das muss jeder selber wissen. Wir mögen den Platz in dem Sinne, weil wir haben hier einen tollen Blick auf die Elbe und gerade die ersten beiden, die dort so stehen, die haben natürlich perfekten Blick über den Deich auf die Elbe. Und wenn Stefan jetzt einmal, jetzt muss ich gucken, du müsstest dich so rumdrehen, denn da hinten kommt ein riesengroßer Containerschiff und das ist natürlich heavy, wenn man sowas da sieht. Frage ist, ob man das so sehen kann. Aber ich glaube schon. Ja, so viel zu dem Stellplatz hier am Fähranleger Lühe. Die anderen Stellplätze, die zeigen wir euch einfach gleich. Zeigen wir euch den nächsten Stellplatz und der ist hinter mir schon zu sehen. Da ist unser Bulli und da stehen noch andere Camper. Und zwar sind wir hier in Wisch. Das ist ein ganz normaler Parkplatz, den findet ihr auch in der App Park4Night.
ich blende euch mal die GPS-Koordinaten ein. Und dieser Parkplatz hat natürlich nichts. Keinen Strom, keine Versorgung, keine Entsorgung. Aber er hat Platz. Mindestens 20 Mobile in der Art, wie sie, Moment, wie sie dort stehen. Ne? Also hier, solche Wohnmobile passen wunderbar hin. Und natürlich auch so ein Bus. Dann, was gibt es noch Besonderes zu wissen? Ist direkt in der Hauptstraße, ist jetzt nicht allzu schlimm. Und ich muss mich jetzt mal drehen, denn jetzt fliegt gerade, und das muss ich unbedingt zeigen, guck mal nach da, was da gerade kommt. Oh. Und deshalb, ich muss mal kurz umsetzen, weil wir noch was anderes machen. Und zwar da, ich muss mal gucken, ist der Holunderjet. Der fährt jetzt nach Helgoland, ohne uns. Wir wollen aber in Hamburg bleiben. Und was gibt es noch besonders zu dem Platz? Wir haben hier eine riesige Apfelplantage, also das Obst vom alten Land, sehr zu empfehlen. Und ja, was haben wir hier noch? Wir haben hier gleich den Deich und wie gesagt, da die Elbe. Und wenn man zu einer richtigen Uhrzeit ist, sieht man auch tolle Schiffe und halt auch den Holunderjet. Und etwas ganz Besonderes, das ist, jetzt muss ich gucken, ob ihr es da seht, da ist so eine Treppe. Das ist die Lydia-Treppe. Und wenn ihr euch fragt, was die Lydia-Treppe ist, dann empfehle ich euch das Video HHSport 2019. Ich werde euch mal oben in der Infobox verlinken. Dann wisst ihr, warum heißt diese Treppe Lydia-Treppe. Wir empfehlen euch den Parkplatz, der ist halt kostenlos und für eine Nacht wunderbar ausreichend. Und nicht, dass man nur denkt, es gibt nur die Plätze außerhalb von Hamburg. Nein, weit gefehlt. Wir blenden euch jetzt gleich mal eine kleine Karte ein und da seht ihr doch, dass es eine Menge Stellplätze und auch Parkplätze gibt, die innerhalb von Hamburg stehen. Unter anderem auch der Fischmarkt, aber dazu später mehr. Wir sind wieder zurück in Finkenwerder. Und wir sind mit dem tollen Schiff da gekommen und haben nicht König der Löwen geguckt, sondern haben euch ein paar Stellplätze, die wir euch jetzt zeigen wollen. Beide sind Fischereihafen und jetzt muss ich überlegen, St. Pauli Landungsbrücken. Und die kosten ganz viel. Die haben natürlich einen riesen Vorteil, du bist citynah, du bist sofort mitten im Geschehen, aber das hat natürlich große Nachteile. A, es ist sehr laut dort. Es ist immer was los, das muss man wissen. Jetzt die Preise. Da kostet es zwischen 10 bis 24 Euro. Wir blenden das euch auch alles ein, weil so genau habe ich es gar nicht jetzt mehr im Kopf. Aber es ist schon ziemlich teuer. Werktags günstiger als am Wochenende. Und der Nachteil ist natürlich, dass von Samstagabend auf Sonntagmorgen oder Sonntagmittag du da gar nicht stehen kannst, weil kennt man Hamburger Fischmarkt. Muss man sich überlegen, ob man den Platz nimmt oder nicht. Wir würden uns dort nicht hinstellen. Wir sind eh lieber außerhalb und fahren mit der Fähre halt nach Hamburg, weil da hast du es eindeutig schöner. Wir haben nochmal den Platz gewechselt und Klamotten haben wir auch nochmal gewechselt, weil wir dachten, in einem Videodreh muss man immer was anderes anhaben. Nein, Spaß beiseite, wir haben einen ganz anderen Tag. Und dementsprechend stehen wir heute auf einem anderen Platz. Der ist, wenn ihr aus Hamburg Richtung Gründeich fahrt, nur 50 Meter weiter als der Platz, den wir euch eben gerade gezeigt haben. Warum stehen wir heute hier? Da war gestern Oktoberfest. Und dann ist der Parkplatz rappeldichte voll. Aber das ist nicht so das Problem. Du fährst einfach 50, 70, 80 Meter weiter. Dann gleich die nächste rechts. Wie gesagt, ihr müsst aus Hamburg Richtung Gründeich fahren. Umgekehrt ist der natürlich vorher. Und dann habt ihr einen schönen Parkplatz, ungefähr, ich lasse mal schätzen, 8 Mobile, 10 Mobile, Pi mal Daumen, könnten hierher kommen. Und Stefan dreht sich jetzt einfach mal für euch. Und auch von hier habt ihr eigentlich eine relativ ruhige Nacht. Wie gesagt, die Straße ist nicht so extrem befahren. Habt natürlich keine Sanitäranlagen, keinen Strom, kein gar nichts. Ist ein reiner Parkplatz. Aber wenn ihr so wie wir stehen, dann habt ihr einen geilen Blick, wenn keiner vor euch steht, direkt
auf die Elbe und da kann man dann die großen Pötte schon mal sehen. Also der Platz ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und wieder einmal haben wir den Spot gewechselt und die Kleidung. Es liegt aber auch daran, dass wir haben einen neuen Tag, weil wir fahren ja nicht hin und her und nur die Plätze uns anzuschauen. Wir sind jetzt auch nicht mehr in Niedersachsen, auch nicht mehr in Hamburg, sondern wir sind im neuen Bundesland in Schleswig-Holstein. Und zwar direkt an der Grenze, wenn Stefan da mal in die Richtung so zeigt, hinter den Zaun und der erste Baum, das ist noch Hamburg, das ist nämlich der Grenzweg. Dementsprechend sind wir hier halt in Schleswig-Holstein. Und wenn er sich jetzt einmal dreht nochmal, nur mal so ganz kurz zu sehen, ist unter anderem, was ihr so einigermaßen erkennen könnt, das ist Wasser. Das nennt sich die Elbe. Da zeigen wir euch aber gleich auch mal das von oben, den Platz, damit ihr es besser natürlich sehen könnt. Ja, dieser Platz hier ist ein normaler Parkplatz. Es ist kein Strom da, es ist keine Sanitäranlagen da. Es ist einfach nur ein Parkplatz, aber halt für 10 Wohnmobile. Die passen auf jeden Fall her. Im Sommer natürlich muss man mit Jugendlichen rechnen. Das ist aber auch bei Gründeich der Fall. Und ja, was haben wir noch zusammen? Dahinter gibt es so eine Baustelle. Da soll ein Bürokomplex irgendetwas gebaut werden, und zwar schon seit dem Jahre 2016. Sie haben die Infrastruktur jetzt gebaut, mehr nicht. Also das wird wohl noch ewig dauern. Wir dachten schon, ach, der Platz, den gibt es nicht mehr. Doch, den gibt es weiterhin. Was gibt es noch? Vielleicht Negatives. Das Kraftwerk ist dort gleich in der Nähe. Ja, aber wir haben jetzt hier schon ein paar Nächte mal verbracht. Hat uns persönlich gar nicht gestört. Müsst ihr dann selber wissen. Und was halt das Schöne ist, man hat halt direkt die Elbe hier. Man kann hier, wenn Stefan mal jetzt kurz nach unten zeigt, er steht nämlich auf dem Weg. Und wenn man den Weg lang geht, da kommt man zur Parkbänken, man kommt runter zu einem kleinen Strand sogar. Also für viele Jogger ist das ja auch sehr angenehm. Also wir finden den Platz toll und den wollten wir euch natürlich jetzt nochmal vorstellen. Das war's dann jetzt auch von diesem Video. Wir haben euch einige Stellplätze gezeigt, also Stellplätze, die wir nutzen und die wir nicht nutzen. Aber das ist ja für jeden selber dargestellt. Dann hat Stefan euch ja die große Karte gezeigt, was alles in Hamburg möglich ist. Also es lohnt sich hier schon wirklich herzukommen. Von kostenlosen Stellplätzen bis sehr teuren Plätzen ist alles mit dabei. Campingplätze gibt es auch so viel. Das können wir euch natürlich alles nicht zeigen. Kommt einfach hierher, kommt nach Hamburg, schaut euch die Campingplätze an, die ihr über Stellplatzradar findet, über Park4Night und was es nicht alles für wunderbare Apps gibt. Schaut einfach nach und kommt her. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben uns geben. Freut uns tierisch, weil das ist so eine kleine Anerkennung, was wir hier immer machen. Dann abonnieren, teilt das Video in allen Gruppen, die ihr so kennt, schickt das an euren Freunden, Camperfreunden und so weiter und so fort. Wisst ihr nicht machen, könnt ihr aber machen. Ja, und dann würden wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, bei einem neuen Video hier auf unserem Kanal Kreuzer Birli. Ciao, ciao!